Nein, jetzt überleg mal, in der Natur sterben die Schweine auch. Heißt, die fallen einmal tot um. Man mag das jetzt schlecht und böse finden. Na, mal ernst, aber man sollte es als Umstand anerkennen, da man sonst zu Ende ziehen. Ich will aber nicht. Ich muss nebenbei laufen. Und der größte Fehlschluss, der dabei aufgezeigt wird, ist die Ansicht, dass wenn jeder dieselbe ja, aber ich erinnere gerne an Georg von dir selbst, dass der das es spürt, ja, weil der hochsensibel und ist. Und Mensch über die Tierhaltung Bescheid wüsste, und deshalb kann ich das jetzt nicht ausmachen, damit du in Zukunft mir wieder irgendwelche blöden Märchen und Gruselgeschichten zu erzählen. Und mich wieder runterziehen und mich nicht, betreiben und menschlicher Abschaum wäre, da sie ja zwangsläufig... Ich sagte einfach nur, jeder Mensch wird irgendwann mal diesen Film gesehen haben. Nein, wissen, doch nicht. Aber trotzdem du wirst diesen Film auch gesehen haben. Du wirst diesen Film gesehen haben. Du wirst diesen Film gesehen haben. Ansichten, was wichtig ist. Das Problem ist selten, weil nämlich in diesem Film wirst du Grausamkeiten und Gräueltaten sehen, die du mit verursachst durch dein Konsumverhalten. Oder eben zu keiner Lösung. Entweder weil einem keiner zusagt, oder weil man meint, dass das Problem keine Lösung bedarf. Ist das schlimm? Also es kein wirkliches Problem wäre. Das ist ein Glaubenssatz. Ein Systemproblem aufweist. Das ist ein Glaubenssatz. Wenigsten Menschen dazu. Ich brauche Fleisch, das ist ein Glaubenssatz. Wenn du mir jeden Tag zwei Eier machen würdest, würde ich halbwegs mit klarkommen. Also wenn jemand sagt, wenn du jeden Tag zwei Eier in der Hose hättest, müsste ich dir nicht jeden Tag zwei Eier machen. Absolut. Gerade weil in einigen Bundesländern diese sogar gesetzeswidrig klar ja, sind, doch halt die los. Das von den zuständigen Prüfern ignoriert wurde. Und wenn jemand sagt, dass die Kastration von Mastschweinen barbarisch und beschissen für alle Beteiligten ist. Mit Rasierklinge macht die das! Absolut. Es soll dringend mit Rasierklinge machen die das! Muss man ich hab doch da gearbeitet, ich weiß doch, wie es aussieht! Nein. Man kann auch dafür einstehen, die Kastenhaltung zu verbessern. Das habe ich gesehen, genau so sieht es aus! Und außerdem die Schweine nicht zu kastrieren, sondern hormonell zu behandeln. Denn irgendwas muss man gegen das Penis beißen und den Ebergeruch machen. Wobei, wie ein Moderator in einer Podiumsdiskussion zu diesem Thema einst sagte, respektieren Sie andere Meinungen. Auch angebissene Schweinepenisse darf man schön finden. Das ist okay. Aber um das Ganze nochmal von einem etwas psychologischeren Ansatz zu betrachten. Der Mensch will Auswahl. Er will die Freiheit, sich zu entscheiden. Die Auswahl zu nutzen ist dabei relativ unwichtig. Wichtig ist, die Auswahl zu haben. Wenn ich in den Supermarkt gehe, dann habe ich eine gewaltige Produktpalette, von denen ich vermutlich über drei Viertel der Angebote... 50.000 Sachen. Zu DDR-Zeiten gab es Mehl, Zucker, ja, Milch, Butter. Ja? Und das war's. Vielleicht noch eine Schlagertafel und dann noch hier vier irgendwie die Schoketten oder woher die kommen, was weiß denn ich, irgendwas hier, da hier die Puffreisschokolade, die Sandmännchen, Lorenkugel, bla. Okay, so die Klassiker, das ist aber dann auch, das ist ja Luxusgut, das ist ja das, was du dir für teuer Geld nicht mal kaufen konntest. Genau, der Scheiß, der kam nämlich mit der Post. Das kam alles mit dem Westpaket. Der kam bei mir auch mit dem Westpaket. Aber nicht die Ecke, sondern. Auch die Jakobsdosen, schön. Auch irgendwelche Kaffeedosen, so schön. Die findest du jetzt noch in der Werkstatt, weißt du? Die haben die alle wiederverwendet, alles weiter benutzt. Ich meine, genau, eigentlich. Wenn man es wirklich mal glasklar machen wollte, müsste man Schraubgläser nur haben. Das aus dem Material wird irgendwie nicht so einfach wie Glas kaputt. Es gibt ja schon die verpackungsfreien Supermärkte. Und da gehen die Leute mit den Schraubgläsern hin. Echt? Ja, ich habe auch schon im Internet eine Familie gesehen, die produziert im Jahr nicht immer so glasvoll mit Müll. Hör mal ganz kurz, ich muss dir eine Geschichte zu Susanne erzählen. So, ich wurde ja 3,5 Monate zwangsöko ernährt. So richtig auf die Harte. Ich musste 3-mal die Woche zum Rübchen fahren. Weil mit dem Rübchen ist eine ziemlich gute Sache, wie wir schon vorne. Ja. Du kriegst du deine Lebensmittel, das ist alles nicht A-Qualität, sondern C oder so, vom Bauern, der irgendwie hier aus der Ecke ist, nicht weit weg. Und Hühnsdorf, da bin ich oft hingefahren, weil das ist ein Biofleisch. Also. Das heißt, die Schweine leben da relativ frei und offen. Ja. Und da habe ich mir was geholt. So, allerdings lehne ich, nicht weil ich Moslem bin mittlerweile, sondern einfach weil ich irgendwie, ich lehne Schweinefleisch ab, weil die einzelnen Tiere sind, die man nur wegen den, wenn du zum Beispiel Hühner hast, so du willst 3 Hähne haben, dann musst du davon den Rest schlachten. Ja. So, die isst du denn so. Aber der Hahn hat sozusagen, ja, einen Hof und die restlichen Hühner praktisch eben weiter, ein Huhn lebt 12 Jahre. Dann musst du halt zwischendurch mal ins Du bist Moslem, du darfst auch kein Alkohol mehr trinken. Nee, aber ich lehne mittlerweile Schweinefleisch ab.
weit einfach langweilig schmeckt auch. Dann darfst du es aber auch dir nicht mehr von deiner Omi schenken lassen. Kannst du deiner Omi das verklickern? Nee. Warum nicht? Weil ich es auch, weil Oma kommt da nicht ran. Warum nicht? Du kannst ja doch sagen, du, ich bin jetzt, ich will jetzt kein Schwein mehr. Ja und, Oma, die 83 ist, die Oma freut sich, wenn sie dir einen Wunsch erfüllen kann. Nee. Warum nicht? Warum ist denn deine Omi anders als meine Omi? Bei meiner Omi gibt's ja kein Schweinefleisch. Seit wann denn das? Das gibt's da jetzt. Aber du bringst doch ständig irgend so ein Fleischzeug mit. Sie kauft es doch ein. Sie kauft es für mich ein, aber ja, aber dann sag ja doch, wenn sie es für dich einkauft, Omi, ich will das nicht mehr. Das ist doch nicht so schwer. Sag es doch einfach. Nee, ich bin noch nicht fertig. Sie kauft selten für mich ein. Jedes Mal, wenn du da mitkommst und irgendwas mitbringst, dann ist das Zeug mit Schwein. So, na, dann sagst du doch einfach mal, was ist denn so schwer daran, das zu tun? Ja, das tue ich. Gut. So. Reicht doch. Über Schwein ist scheiße, weil Schwein das einzige Tier ist, weil praktisch. Ich bin auch Schwein. Ungerecht. Im Chinesischen bin ich Schwein. Ja, mein Finger ist kleiner Wildschwein. Weil Wildschwein. Wieso? Wildschweine sind eine absolut ultra cool, 140 Kilo Fleisch. Dann leben die draußen. Die Hälfte davon. Halbes Wildschwein. Lecker. Ich bin halbes Wildschwein. Schmecken extrem lecker und sind extrem. Haben ein gutes Leben gehabt. So fupp. Und in der Natur sterben Tiere auch. Und wenn man mal den Wolfshintern einfach weiterdenkt. Ja, wenn sich die Tiere dir selbst opfern, weil sie dir dankbar sind, dass sie ein langes Leben hatten, damit du dir noch eine Kutte draus schneidern kannst. Der wäre jetzt bestimmt jetzt nicht so lange warten, bis das Tier zu mir kommt und sich opfert. Aber warum nicht? Du meinst, der Wolfsgedanke, wenn man ihn zu Ende denkt, ist es ja so, dass praktisch die Tiere erwischen, meist nicht Kinder, so wie gedacht wird, weil die Kinder ja werden ja von der Rotte geschützt, sondern die Tiere, die der Rotte nicht mehr hinterherlaufen können. Das heißt praktisch alte Kranke. Stell dir mal vor, ein Opa von 70, der einfach sozusagen einen Schlag weg hat. Also ich will auch Kinder mal essen. Na, ein Wolf frisst den aus den Innereien nicht. Warum nicht? Ja, weil die einfach ungesund sind für den mittlerweile. Aber Robert Franz sagt, die fressen sofort den Pansen, und weil ja die Kräuter drin sind. Ja? Die fressen, das ist ja nicht so auffällig, dass die alle nicht mehr die Innereien. Und der hat 30 Hunde zu Hause, wieso wissen der das? Und du erzählst was ganz anderes. Ach. Vielleicht essen sie nicht den Darm, aber den Pansen werden sie, die Magen werden sie doch fressen. Ja, den Pansen fressen sie nur, weil er ganz frisch ist. Falls es erstaunlicherweise, was er von 3-4 Tagen stiebt er so. Ja. Weiß, egal wie. Das heißt, der Wolf ist kein Vegetarier. So, also wäre bescheuert. Aber er sortiert praktisch, er jagt, klar, aber er kriegt nur die Tiere, die sozusagen nicht hinterherkommen. Das sind die Alten, die über 70 und Menschenalter oder 80, die einmal nicht mehr auf die Reihe kriegen. So. Und in unserem sozialen System ist es einmal so, wir waren selber Jagdopfer, wir wurden selber gejagt. Bonschild. Denn wegen Wolf? Weil du mich schon wieder attackierst energetisch mit dem, was du sagst. Mich provoziert. Ich habe dich heute nicht provoziert. Zu essen. Und das ist mir wichtig. Sich hier ja, was zeigen. Du willst zu machen, es sehen. Ist nichts wirklich Menschliches. Der Mensch will mehr Produkte, mehr Auswahl. Rundum. Auch hier kann das gerne kritisieren. Aber man sollte es doch bitte beachten, wenn man sich übt. Sich hier in den selbst Einschränkungen zu machen, ist nichts wirklich Menschliches. Der Mensch will mehr Produkte, mehr Auswahl. Rundum. Das ist ein geiler Song, ja. Kollege, an deiner Stelle jetzt mal, wir müssen mit dem Programm einfach mal zusammenarbeiten. Das hat mir eine Abonnentin gezeigt. Du kannst auf diese Art und Weise, nee, das ist DJ eine... DJ mit YouTube oder wie? Nee, wie heißt sie denn? Ich guck gleich mal nach. Violet, irgendwie Violet, oder? Davis. Wie heißt sie denn? Violet Denise! Violet Denise! Sie, warte mal kurz. Vielleicht finde ich das Video sogar. Hier, und guck mal, so eine Sache macht die. Schieß mal, Pio 3-0. Die Filmdruckung, was ist das Ganze mit? Ja, die Filmdruckung sehr viel so schwach, ja.
À la base, c'est quand je suis devenue maman, j'avais absolument pas le temps, surtout que j'étais mère célibataire. Donc j'avais vraiment pas que ça à faire de m'occuper de mon apparence. Ouais. Du coup, j'ai arrêté à ce moment-là. Ah, das war's nicht. Also, weil ich nicht aussprechen kann ich auch nicht verstehen. Fouché. Hier, das. Was ist das? Libra Husband. Der freie. Na, Libra? Frei? Ne? Libra Husband. Is not an easy man to please. The monotony of domesticity is not to his liking, but he is a passionate man and a respecter of tradition. All I had to do was find this Libra man. The Libra husband is reasonable. He is a born judge, and no other zodiacal type can order his life with so much wisdom. That's all I need, order. That's all I need, an ordered life, you know, a manager. But he's got to be a Libra. Oh. That's all in the stars. Yeah. Hello, Jerry. Oh, is that Jerry? For goodness sake. Jerry, you're Aquarius, aren't you? That's what I saw when I met you, Jerry. Remember I said the marble form? It was terrible. Terrible, the tragedy connected with the marble form. And I called Jerry the marble form. The kind of offer, you have that book here, really? I've been able to find it. If you run across it, I'd like to read it. It's very deep. I don't know whether you... Well, I guess you're up to it. They used to have it on all the... I think it was on the high school reading list. Marble form. The Libra husband does not seek divorce unless the conditions of his life are not adjustable. I don't believe in divorce at all. I think divorce... Was your mother divorced? I know. No. Separated. Yes. And then my father got a fake Mexican divorce, and he did have, you know, what he called another wife that we didn't recognize. It wasn't recognized by the Catholic Church. They don't recognize it, you know. Spannend. Oh, das war nicht das Video, was ich sehen wollte. Nee, egal. Die macht das zusammen. Die macht das genauso, wie ich das gerade gemacht habe. Naja. Auch hier, man kann das gerne kritisieren, aber man sollte es doch bitte beachten, wenn man sich überlegt, ob eine Idee funktioniert. Und an dieser Stelle nochmal, eine Idee funktioniert, wenn sich diese verbreitet. Es geht hier wirklich nur um die breite Masse, den Mainstream. Diesen gilt es zu erobern, wenn es um Ideen geht. Ich bin auch nicht dagegen, wenn jemand ein Veganer ist, nicht einmal, wenn er dafür wirbt. Wenn jemand einen Holocaust in der Tierhaltung sieht, dann sollte er wohl dafür einstehen. Aber man sollte eben mit den sozialen Konsequenzen rechnen. Namentlich, dass die Leute, die demnach Nazis wären, einen dann auch ein paar Kampfbegriffe an den Kopf werfen. Das muss einem natürlich klar sein. Aber eine Lösung ist der Veganismus auf Sicht nicht, weil es keine massentaugliche... Bla, ich will nicht weiter. Das ist Dummfug. Ja, aber es funktioniert ja nochmal. Es ist Dummfug. Es ist einfach nur Dummfug. Ja. Dummfug. Naja, der ist einfach nur mal bekennender Nicht-Veganer. Dummfug. Nee. Das ist Dummfug. Das kannst du ja sehen wie ein Dachdecker. Dummfug. Ja. Dein Telefon. Echt? Ach, warum? Ich habe mich nochmal mal tot gemacht. Feminismus, damit fing es Holz an. Fing es Holz an. Unsere Heuschule sind die selben.